nicht mehr, wie das geht. 2 Jahre war viel zu lang, du, das ist ja Wahnsinn. Hier einmal Cocktailbrier aus dem Burgunder, kommt er her. Der kommt! Der kommt! Hallo! Hier noch einmal! So, die Dame, was hätten Sie denn gerne? Endlich sind die Marktschreier zurück. Das ist wieder der Hamburger Fischmarkt, wie man ihn kennt. Urgestein Ahle-Dieter hat seit 63 Jahren seinen Stand hier und ist jetzt wieder in seinem Element. Ich bin der Dieter, du bist vielleicht ein lahmarschiger Bock, du. Du kommst auch da hinten, komm hierher. Da geht's los. Und wenn du den isst, dann wirst du auch eine richtige Gesichtsfarbe kriegen. Na, na? Super. Super. Du kriegst auch schon eine ganz andere Gesichtsfarbe, meine Frau. Bei mir ist die Laune eigentlich immer gut. Aber heute natürlich, dass der Einstieg wieder, der Fischmarkt wieder zu seiner Normalität und seiner Größe kommt, dass wieder hier das Leben einkehrt am Hafen, hier wunderschön alles. Ja, mehr geht doch nicht. Das ist Hamburg. Und dann noch so ein schöner Sonnenaufgang am Hafen. Mehr geht wirklich nicht. Hamburger Touristen, Nachtschwärmer, sie alle treffen sich hier am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Haben jetzt durchgemacht, ja. Sowas von. Und jetzt am Morgen, bevor wir ins Bett gehen, so ein Hamburger Fischbrötchen, das muss einfach sein. Das haben wir uns vorgenommen, extra durchzumachen, um dieses Fischbrötchen am Morgen jetzt zu essen. Endlich wieder Fischmarkt und da dürfen die Unauffälligen auch hier auftreten. Super, wir freuen uns, dass wir genau die Zeit erwischt haben, dass er wieder aufsperrt. Das war ein richtiges Glück. Das ist unsere Ausbeute hier. Klötenbaum. Ja, das ist ein Klötenbaum. Wir haben jetzt 2 Jahre Pause gehabt von Hamburg und wir sind so glücklich, heute dieses Wochenende hier zu sein. Es ist so gut. Ich war lange nicht mehr hier und ich finde es genial. Und auch die Händler sind froh, wieder loslegen zu können. Während der Pandemie waren nur ein Bruchteil der Stände auf dem Fischmarkt die Folge, Umsatzeinbußen und kaum Besucher. Jetzt soll alles wieder besser werden. Es war hart, es war eine harte Zeit, aber wir leben noch, wir sind gesund und jetzt haben wir Vollgas. Jetzt geben wir richtig Gas und machen das noch schöner. Wollen wir hoffen, dass es alles so bleibt und dass wir weiterarbeiten können und freuen uns jede Woche noch. Mitten im Geil! Es ist einfach nur herrlich! Und die Bilanz stimmt auch, rund 35.000 Besucher. Das ist schon so wie zu Vor-Corona-Zeiten.